Kritische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus. Ich darf mit Veronika Stross sprechen. Veronika Stross ist freischaffende Musikerin aus München und hat vor kurzem eine sehr erfolgreiche Demonstration auf dem Münchner Odeonsplatz durchgeführt, Aufstehen für Kultur. Und ich freue mich sehr, dass sie heute die Zeit findet, kurz mit mir zu sprechen. Ich kenne Veronika persönlich schon länger, da wir schon gemeinsam auf Bühnen standen und musiziert haben. Und wir haben uns vor dem Gespräch auch aufs Du geeinigt, oder wir sind eh beim Du, deswegen würde ich das gerne beibehalten, wenn es dir recht ist. Ja. Für das Gespräch. Und genau, ich würde einfach gerne die Demonstration etwas rekapitulieren vom 24.10. Aufstehen für Kultur. Du hast ja, wirklich sehr namhafte Persönlichkeiten finden können als Redner und Rednerinnen aus Politik, aus Kultur. Und ich würde einfach gerne zu Beginn des Interviews fragen, warum hast du überhaupt diese Demonstration organisiert? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch in anderen Interviews oder Fragen gesagt, dass ich grundsätzlich so vom Typ her bin ich zwar sehr friedfertig und harmoniebedürftig und so, ich bin aber eigentlich auch unglaublich rebellisch. Also ich bin auch trotzig und also auch war ich immer schon als Kind und bin ich auch hier in der Familie. Und ich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es ist irgendwas ist ungerecht oder läuft falsch oder jemand wird ungerecht behandelt oder so, dann habe ich das Gefühl, ich muss da was sagen. Und ich habe eben während des Lockdowns ging es mir so wie vielen anderen gar nicht gut, also psychisch auch nicht gut oder immer wieder nicht gut, dass ich einfach morgens aufgewacht bin und mit Bauchweh aufgewacht bin und irgendwie, und es war am nächsten Morgen wieder so und es ging über Wochen, über Monate, dass man immer, dass es einem einfach schlecht ging und es war auch danach noch und ich bin dann irgendwann mal mitten in der Nacht aufgewacht, im Juni oder so war das, und habe mir auch Sorgen gemacht um bestimmte Menschen, denen es eben richtig schlecht ging in der Zeit. Und bin dann irgendwann mal nachts aufgewacht und habe gedacht, so, jetzt reicht es. Jetzt muss ich was machen. Mhm. Und dann habe ich das beschlossen. Und ich hatte aber so ein bisschen, also auf die Idee mit der Demo bin ich deshalb auch gekommen, weil ein Freund von meinem Vater, der Professor Peter Grotjan aus Berlin, der hat immer schon gesagt, also jetzt während dieser Corona-Zeit hat er gesagt, du Veronika, wenn ihr da irgendwann was machen wollt, eine kleine Protestaktion oder so, dann würde ich dich da unterstützen, also finanziell auch unterstützen. Und er hat aber allerdings nicht geglaubt, dass ich da jetzt so eine große Geschichte mache. Und ich habe den dann am nächsten Morgen angerufen und gesagt, Peter, ich habe heute Nacht entschieden, ich mache eine Demonstration. Und dann war er ganz begeistert und hat mir dann eben gleich gesagt, wie man sowas angeht und was ich da alles machen muss. Und dann habe ich natürlich, dann wäre ich eigentlich am liebsten geflüchtet und hätte gesagt, mach mal, lass mal, ich glaube, ich mache es doch nicht. Aber ich habe dann gedacht, jetzt bin ich drin und jetzt kann ich nicht mehr zurück. Mhm. Und ich würde gerne noch dazu sagen, dass dieser Peter gestern früh leider gestorben ist. Und das hat mich total umgehauen, weil er, der ist gestern gestorben, hat allerdings den Erfolg und auch den Erfolg in der Presse noch mitbekommen und war unglaublich glücklich darüber. Ja. Genau, das würde ich gerne noch loswerden. Ja. Ein herzliches Beileid. Ja. Es sind in der Tat sehr schwierige Zeiten, in denen wir uns befinden. Und ich würde gerne für unsere Zuschauer und Zuhörer noch einmal klären, warum eigentlich diese Dringlichkeit besteht, sich in der Öffentlichkeit so vehement zu äußern. Es ist ja so, mit Inkrafttreten der Infektionsschutzmaßnahmen im März sind ja gewisse wirtschaftliche Sektoren extrem betroffen worden. Oder durch diese Maßnahmen ist da von Anfang an ein sehr großer Schaden entstanden. Und das ist gerade im Kunst- und Kulturbereich von Anfang an ganz eklatant gewesen. Denn es war einfach nicht mehr möglich, vor Publikum aufzutreten, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt.
es hat sich ja in der Zwischenzeit ergeben, dass sehr viele Kreative wirklich kreativ geworden sind und Lösungen gefunden haben, um sozusagen vor Publikum unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen arbeiten zu können. Das Problem ist aber, dass natürlich nicht alle das Glück hatten, wieder auftreten zu können und auch von staatlicher Seite die Hilfspakete oder Soforthilfen nicht angekommen sind. Ne? Ja. Und ich glaube, diese Dringlichkeit war ganz, ich glaube, maßgebliche Voraussetzung, dass diese große Demonstration hat stattfinden können. Ja. Stimmt das aus deiner Sicht? Ja, klar. Klar, ich denke auch, wenn man jetzt sozusagen in dieser Lage ist, dass man zwar nicht auftreten darf oder nur bedingt, aber trotzdem zum Beispiel weiterhin sein Gehalt bekommt, so wie die ganzen großen Orchester, wie das bei den ganzen großen Orchestern ist, dann ist das natürlich eine Betroffenheit und so, aber es ist nicht diese Dringlichkeit da. Ja. Und ich bin natürlich hier auch mit meiner Familie, wir sind beide freischaffend, haben zum Glück Schüler. Das ist gut, aber wir sind natürlich betroffen und ich kenne vor allem so unglaublich viele Betroffene. Und das war eigentlich so, ja, das war so der Grund, weil ich so viele Leute kenne, die es so hart getroffen hat. Mhm. Ja. Und wenn ich fragen darf, jetzt in der Rückschau auf die Demonstration, was war denn der größte gemeinsame Nenner aller Redner und Rednerinnen auf dieser Demonstration? Also, es ging eigentlich vor allem, also es ging nicht so viel um Förderungen, die besser funktionieren müssen, sondern der größte gemeinsame Nenner war eigentlich, was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn die Kultur vor die Hunde geht und unter die Räder kommt. Ja. Also das ist aus meiner Sicht war das der größte gemeinsame Nenner und das war mir auch eigentlich das Wichtigste, weil das ist, glaube ich, eine riesengroße Katastrophe, wenn es das einfach irgendwann nicht mehr gibt, so wie es das jetzt, wie es jetzt ist oder wie es war. Mhm. Und empfindest du das dann so? Oder ich kann mal meine Perspektive dazu geben. Wir erleben ja gerade eine unfassbare Spaltung in der Gesellschaft. Also eine bedingt durch Angst, durch fehlende Kommunikation, durch fehlenden Diskurs. Und mein Eindruck war immer, oder das ist mein Zugang zu Kunst und Kultur, dass ich durch die Kunst und die Kultur immer etwas Verbindendes gesucht habe. Oder ich gerade diese Bereiche als Kit, als gesellschaftlichen Kit immer wahrgenommen habe und verstanden habe. Und natürlich gerade in so einer Krise, in so einer Situation, wo Menschen wirklich durchaus in eine gewisse Hoffnungslosigkeit fallen, dass gerade da Kunst und Kultur diese Hoffnungslosigkeit in einer gewissen Form auffangen können. Ne? Und ich persönlich bin sehr verwundert, dass diese Wichtigkeit dieses höchsten Gutes, was wir in der Gesellschaft haben, bei der Politik kaum oder nicht aus meiner Sicht nicht wirklich ernsthaft wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Was ist da dein Eindruck, jetzt gerade auch in den Gesprächen, die du jetzt hast führen können, auch mit, sagen wir mal, führenden Persönlichkeiten und Politikern? Wie ist da mittlerweile dein Eindruck? Also ich habe, mit wem ich natürlich gesprochen habe, war der Dr. Wolfgang Heubisch, ja. Dem das natürlich unglaublich klar ist, wie wichtig das ist und der da auch wirklich, glaube ich, mit allen Mitteln auch jetzt im Landtag dafür kämpft. Aber ja, beim Herrn Siebler, der mich ja auch angesprochen hat auf der Demo, mit dem habe ich jetzt nur ganz kurz auf der Demo selber gesprochen. Ich weiß aber, es gab gestern eine Videokonferenz, wo ich eigentlich auch hätte dabei sein sollen. Das habe ich aber an einen Kollegen abgegeben, weil der einfach mit Fakten und so sich da besser, also da mehr Fakten liefern kann als ich. Und der war relativ enttäuscht von dem Gespräch, weil er das Gefühl hatte, es ist eigentlich, die kapieren es nicht, was das für einen Stellenwert hat. Und da geht es jetzt nur, es geht um die Förderungen und ihr kriegt doch alle euer Geld und es wird doch jetzt alles besser und so. Aber was da sonst kaputt geht gerade und eben, was du sagst,
was ich auch oft bei meiner kurzen Rede auf der Demo gesagt habe, das war mir so das Wichtigste, dass diese Spaltung der Gesellschaft, das finde ich gerade das Allerschlimmste. Und ich merke das in meinem Freundeskreis und habe es auch eine Weile in der Familie gemerkt. Das ist so, so schwierig und da geht so viel kaputt im Moment. Und ich glaube auch, sind wir verloren, wenn wir das kaputt machen oder zulassen, dass es kaputt geht. Diese Kultur eben. Ja. Und jetzt haben wir die Situation, dass mittlerweile ein zweiter Lockdown entschieden ist. Und dieser Lockdown wird ja wieder hauptsächlich Kultur, Gastronomie treffen. Dieser sogenannte Lockdown-Light soll natürlich dafür sorgen, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und Fakt ist aber, dass tatsächlich gerade was die Kultur angeht, aber auch die Gastronomie, dass dort eigentlich kaum Infektionsgeschehen vorgekommen ist, beziehungsweise sogar, es gibt ja auch Studien von Theatern, ich möchte da nur die Münchner Staatsoper nennen, wo, glaube ich, ein Infektionsfall dann aufgetreten ist. Aber es hat ja bedeutet, in Summe, dass die Hygienekonzepte der Veranstalter, aber auch zum Beispiel der Gastronomen, funktioniert haben. Und wie schätzt du das ein, dieses Handeln? Ist das aus deiner Sicht nachvollziehbar? Gerade nachdem jetzt so viele Künstlerinnen und Künstler ihre Stimme erhoben haben und das auch betont haben immer wieder. Naja, es ist absolut überhaupt nicht nachvollziehbar. Und langsam frage ich mich tatsächlich, was da dahinter steckt. Also ob es eigentlich den Verantwortlichen in der Politik ganz recht ist, wenn die Kultur jetzt einfach die Kulturschaffenden, die Kulturtreibenden einfach mal still sind. Und von da eben nichts kommt. Also ich kann es mir überhaupt nicht erklären, warum die, und das geht ja schon seit Monaten so, und das war ja auch ein Grund für diese Demonstration, dass man halt sagt, es wird so mit zweierlei Maß gemessen, dass wir eben in Konzertsälen dann am Schluss jetzt nur noch 50 Menschen hatten, aber ursprünglich waren es diese 200 oder 100 und 200. Das war ja schon schlimm genug, jetzt ist es halt noch viel, viel schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Dass gleichzeitig eben überall in den öffentlichen Verkehrsmitteln, natürlich auch auf privaten Veranstaltungen, Partys, die Leute, da wird überhaupt nicht drauf geachtet. Es ist einfach eng und die Leute, klar, haben Masken auf, aber trotzdem, wenn du da mal mit der U-Bahn fährst, das ist so unglaublich. Und das ist das Schlimmste, dass immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das war eigentlich einer der Hauptgründe für diese Demonstration. Also was jetzt die Hintergründe angeht, da möchte ich jetzt eigentlich nicht in irgendeine Spekulation gehen. Es ist einfach Fakt, dass die Maßnahmen oder der Maßnahmenkatalog offensichtlich sehr problembehaftet ist, beziehungsweise da eine Nachvollziehbarkeit einfach nicht vorhanden ist. Ich frage dich jetzt, nachdem du ja so erfolgreich bereits eine sehr, sehr wichtige Demonstration durchgeführt hast, gibt es schon Pläne für die Zukunft, da ja die Problematik offensichtlich weiter vorhanden sein wird? Gibt es Planungen für eine weitere Demonstration? Habt ihr euch da auch mit anderen Demonstrierenden vernetzt? Zum Beispiel, ich denke jetzt an Alarmstufe Rot in Berlin. Ich hatte ja auch den Kontakt zu David Erler hergestellt. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen zu sagen? Also wir sammeln jetzt sozusagen immer mehr Solo-selbstständige Künstler, freischaffende Künstler, um da noch uns mehr Gehör zu verschaffen, da de facto quasi die Lobby noch zu klein ist? Ja, also ich denke, wir werden auf jeden Fall wieder was machen müssen. Und das ist auch, also zumindest in meinem Kopf schon geplant. Also ich habe das ganz fest vor. Wir haben uns tatsächlich, das ist ja jetzt erst eine knappe Woche her, wir haben uns tatsächlich noch nicht getroffen in meinem Team. Aber es ist uns allen klar, dass das nicht die letzte Versammlung oder Veranstaltung in dieser Richtung war. Und wir werden auch
wenn wir sowas nochmal machen, natürlich versuchen, noch mehr Institutionen ins Boot zu holen und eben auch mit Alarmstufe Rot. Das ist immer so schwierig. Man macht sowas und dann sagt der eine, ja, frag doch die noch und nimm doch die noch mit ins Boot und so. Und man hat aber eigentlich selber so eine bestimmte Idee, wie man das gerne machen möchte. Mhm. Und ich hatte dann auch irgendwann das Gefühl, wenn jetzt zu viel Input sozusagen von allen möglichen verschiedenen Richtungen kommt, dann ist es nicht mehr das, was ich eigentlich im Sinn hatte oder so. Ja. Also da, aber ich denke, wenn sowas nochmal stattfindet, wird man das auch anders machen. Wobei wir natürlich die ganzen Verbände, Institutionen und so, die haben das alle gewusst. Mhm. Da kam sehr, sehr wenig Resonanz, muss man auch wirklich sagen. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall ganz bestimmt wird's was geben. Also außer es geschieht jetzt ein Wunder, aber ja. Das glaube ich nicht. Und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar habe ich auch ein paar kritische Stimmen gehört zu den auch Demonstrationen in Berlin. Das fand ich ganz interessant. Ich habe in einigen Kommentaren gehört, dass viele unzufrieden waren mit der in Anführungszeichen etwas kurz gegriffenen Thematisierung der Problematik, denn es ist ja so, dass mittlerweile solche wirtschaftlichen Einbußen stattfinden, auch Veranstalter einfach jetzt kaputt gehen, beziehungsweise die ganze Infrastruktur darum herum, dass es auch darum gehen sollte, nicht nur die akute Notlage sozusagen auflösen zu wollen durch Soforthilfen, die möglichst unbürokratisch stattfinden, sondern auch dafür zu sorgen, dass ein kulturelles Leben auch weiterhin in dieser Vielfalt bestehen kann. Hast du da das Gefühl, dass dieser Kritikpunkt berechtigt ist? Mit den Alarmstufe Rot-Demonstrationen? Und auch generell, nicht nur Alarmstufe Rot, sondern auch generell jetzt alle, sagen wir mal, Demonstrationen von freischaffenden, soloselbstständigen Künstlern. Da gab es ja doch einige, auch in kleinerem Rahmen, wo tatsächlich hauptsächlich jetzt die akute Situation kritisiert wurde, aber einigen, und da muss ich sagen, da kann ich auch aus meiner Sicht durchaus eine Plausibilität sehen, dass es wichtig wäre, auch darauf hinzuweisen, was ist in längerer Perspektive. Ja, also denke ich schon, dass es berechtigt ist. Also ich habe das auch gemerkt an so Kommentaren jetzt bei uns auch auf Facebook oder so, dass viele, also manche wollten auch überhaupt nicht demonstrieren und haben gesagt, ja, und es geht doch eigentlich, wir müssen doch jetzt wirklich einfach nur schauen, dass es die Förderungen gibt die wollten schon demonstrieren, aber sie wollten nicht dafür demonstrieren, dass plötzlich mehr Leute in die Säle dürfen oder so, weil sie sagen, das geht halt jetzt einfach nicht und also da gibt es, glaube ich, viele, die das auch so sehen und Ich kann das jetzt nicht so ganz genau sagen, weil ich mir die Demonstrationen jetzt auch nicht, die habe ich mir jetzt nicht alle angeschaut oder waren nicht alle dort oder nicht überall dort, aber das ist, glaube ich, schon so, dass ganz viele, denen geht es einfach darum, uns muss jetzt geholfen werden, finanziell, sonst schaffen wir das nicht. Stimmt schon, aber ja, was richtig ist, ja. Eigentlich ja um was ganz anderes, dass es eben in 2 Jahren auch noch überhaupt Ensembles gibt, dass es noch Bühnen gibt, wo man auftreten kann. Liebe Veronika, ich habe jetzt eigentlich erst einmal nur noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, was ist dein Wunsch für die Zukunft? Das kann ganz persönlich sein, also ganz losgelöst von der Musik jetzt oder der Kultur. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kindlich oder kindisch, aber ich bin, glaube ich, in vieler Hinsicht auch oft ein Kind, so wie wir alle. Ich wünsche mir eigentlich, dass alles wieder so ist wie vorher, wie früher. Ich weiß, da ist natürlich auch schon ganz viel im Argen gewesen, was wir vielleicht nicht gesehen haben. Aber ich möchte eigentlich am liebsten, würde ich die Zeit zurückdrehen können. Es gibt ja viele, viele irgendwelche Witze, dass man sagt, die Zeitumstellung drehen wir jetzt irgendwie zurück und das Jahr 2020 hat es nie gegeben oder so. Sowas in der Art. Also, das wäre mein Wunsch, dass es einfach eigentlich nur ein böser Traum war.
Jetzt in dem wir ich, uns gerade ja, befinden. Jetzt habe ich aber da gerade eine Anschlussfrage noch an dich. Das ist mir jetzt gerade auch nochmal in den Kopf gekommen. Und zwar habe ich ja auch viel mit Psychologen gesprochen, mit Coaches. Und das Interessante war, dass die alle gemeint haben, dass eine Krise letztendlich immer ein Katalysator für Wachstum ist. Und du hattest im Vorgespräch gesagt, du hättest gerne, dass alles wieder so ist wie früher, aber besser. Also könnte es auch sein, dass du dir, das ist jetzt eine Suggestivfrage, dass du dir auch wünschst, dass es zwar wieder so wird wie früher, aber doch wirklich ein unglaubliches positives Potenzial in diesem ganzen Krisenhaften gibt. Das wäre natürlich schön, wenn es das geben könnte. Es ist nur im Moment, bin ich einfach in einer, leider nicht in dieser positiven Stimmung. Das muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich eigentlich ein sehr positiver Mensch bin. Aber ich bin seit ein paar Tagen, ja, aber ich mache mir wirklich ernsthafte Sorgen und also immer schon lange, aber jetzt seit ein paar Tagen noch viel mehr. Und aber natürlich wäre es toll, wenn aus dieser Krise irgendwas noch Positiveres, Besseres als es mal war, entstehen könnte. Aber dafür muss irgendwie, ich weiß nicht, da muss es wirklich ein Wunder geben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber vielleicht gibt es das ja. Das ist ein schönes Endwort, liebe Veronika. Ich danke dir sehr für deine Zeit und hoffe, dass wir auch weiterhin im Kontakt sind. Ich werde alles aufmerksam begleiten und ja, wünsche dir jetzt erstmal viel positive Energie und Kraft für diese doch schwierige Zeit und danke dir einfach sehr herzlich. Danke dir auch. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ja, ciao.